Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Wir sind in Folge 18, somit haben wir auch den 18. Tag. Gute Sache, denke ich mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute hätte ich gerne begonnen, das Haus ein wenig zu erweitern. Haben wir ja von Anfang an gesagt. Der obere Stock hier, 18. Tag, noch nicht ganz, aber wir legen uns gleich hin. Der obere Stock wird Stahl-Glas-Konstruktion. Und dann gibt es natürlich noch Außenposten. Kann man da Außenposten sagen? Ich weiß es nicht so. Der obere Glas-Stahl und hier wird noch ein wenig erweitert. Man sieht hier schon, hier wird unsere Holzverarbeitung sein, aber das will ich dann später elektrisch haben. Natürlich elektrisch, was soll's denn? So, und da fehlen 5 Alu. So, und dann legen wir uns aber hin. Jui! 5 Alu. Super. So, 5 Alu, die werfen wir da rein. Yeah. Oh, Strom an. Oh. So, und jetzt ist aber schlafen gehen. So, und das muss natürlich hier raus, dass wir mal richtig stellen. Alles wird gut. So, mal schlafen. Horde? Nö. Ach, Gott sei Dank. So, ich würde sagen, bis 6 Uhr früh ist dann schon Sonne. Aber egal, wir schlafen bis 6. So. Oh ja, super Aussicht. Wie dreckig auch. Herrlich. So, diese Tür muss weg. Diese Wand muss weg. Diese Wand muss weg. Und das Fenster, das kommt sowieso weg. Super. Ah, die legen wir gleich auf wegen Brettchen. Oh, wunderbar, wunderbar. Wir machen die Tür auf, damit es durchzieht. Ah, sehr schön. So, also, oh, ein Stein. Also, hier haben wir so 2 Zaunelemente und ein wenig. So breit ist das hier, der Abstand zum Laufen. 2 Zaunelemente und ein wenig. So breit ist der Abstand hier zum Laufen. So, wenn ich mich jetzt da herstelle, haben wir 1, 2 Zaunelemente und ein wenig. So weit ist der Abstand hier zum Laufen. Das ist gut. So, bedeutet, hier kommt auch noch die Ziegelwand her. Das heißt, wir reißen die 2 Säulen weg. Die kommt weg. Wir werfen auch das Holz durch die Gegend. So, bestätigen. Super. So, das kommt weg. Hier kommt eine Wand hinein. Die Wand, die muss jetzt sein. Die kommt da rein. So, dann kommt hier wieder ein Fensterchen. So, Moment, wir schauen gleich nach. So, irgendwo hängt wer. Den würde ich mal natürlich anschauen. Hallo? Oh, junge Dame, sterben Sie. Sehr gut. So. Naja, die haben 25% Chance, dass sie das alles zerstören. Also das alles, so ein Teil hier. 25, 20, 20 oder 25. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ja, so. Werfen wir mal da rein. Dann haben wir die Wand hier fertig. So. Oh. So, dann müssen wir das auflegen hier. Sehr schön. Nehmen ein wenig... Oh, eine Wolf. Wir könnten eine Wolf hier zerlegen. Was für eine Chance. So, hier kommt ein Fenster rein. Da kommt ein Fenster rein. So. Stöckchen super. Ja, das tut weh. Das tut weh. Ich weiß, wir haben es aufgebaut, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir werden das dann erweitern, sukzessive. Tag für Tag. So ist es. So, platzierbar. Hier kommt noch eine Decke drüber. Natürlich in die richtige Richtung. Yeah. Hier in die richtige Richtung. Ist das die richtige Richtung? Ich hoffe. So. Dann haben wir hier. Und hier? So, und da vorne 2 Fensters. So, ein Fenster, viele Fensters. So, super. Ja, die richtige Verwendung der Sprache ist wichtig. So, und hier kommt noch eine Türe. So. Und wenn wir das zubaut haben, dann reißen wir die Wand hier ab. Komplett. So. Uah. Das war etwas zu ambitioniert gesprungen. Gelaufen, besser gesagt. So.
hier noch. Hm. So, hier, hier. Ja, ich komme, ich komme. Guter Wolf, hier bin ich. So, sehr schön. Stöckchen, wunderbar. Oh, das erinnert mich gleich, den hängen wir gleich auf. So. Oh, na, dann trinken wir das mal. Es wird regnen, es wird regnen. Wir müssen unbedingt Kartoffeln anbringen. Das gefällt mir hier nicht. Ich glaube, das werden wir noch... So, Kartoffeln an- und ausbringen. Verdammt, die sind noch nicht fertig und es regnet. So, dann nehmen wir das da. So, wenn wir gerade da stehen. So, werfen wir das Zeug da rein. So, wunderbar. Dann nehmen wir das Zeug da raus. So, und weil es geht. Sand. Sand. Lass uns mal mit zwei. Wir brauchen wesentlich mehr als die zwei, aber machen wir es mal mit den zwei. So. Nochmal Stein. Noch mehr Stein. Oh, das wäre so schön, wenn Kartoffeln fertig wären. So, alles vollgefüllt. Super. Ja, das machen wir gleich. Kartoffelpower. Kartoffelpower. Ja, später mal werden wir mit dem Extraktor, nein, mit dem Ölsauger unsere Extraktoren bedienen können. Da freue ich mich dann, weil dann brauchen wir nicht mehr Kartoffelpower machen. Weil so schrecklich ist der Kartoffelpower auch nicht. Und werfen die da rein. So, da fehlt auch noch viel. Oh, schade. Oh, oh ja. So. Nicht, dass es jetzt zu regnen aufhört. Wir müssen das nutzen hier. So. Sehr schön. Und bam. So. Oh ja, Kartoffelpower, Kartoffelpower. Oh. Aber wo, aber wo? Junger Mann, zerstören Sie nicht meine Palisaden. So. Oh, Lehm haben wir bekommen. Eine ganze Lehmpackung. Ja, da können wir uns dann... Ah ja. Gesundheitspackungen machen. So. Fango. Fango war das. Genau. Fango-Packung. Jetzt wollte ich fast Fungi sagen, aber das eine Fungi-Packung ist eine seltsame Packung. So. Och, da geht gar nichts mehr drauf. Der ist ja voll. Der ist ja voll. Sowas aber auch. Dann nehmen wir den mit. Nö. So, Moment. Bestätigen. So, Fun the Mend. Besser. So, Treppe. Wobei die. Ja, zuerst mal so. So. Treppe. Dann einmal noch der. So, und hier kommt dann die... Warum so weit, wenn das Gute doch so nahe liegt? So, dann brauchen wir noch 1, 2, 3. Sehr schön. Viel besser, weil jetzt können wir, wenn wir da rauslaufen, ganz wild gleich rechts abknickbiegen. Knickbiegen. So. Da werfen wir gleich mal rein. Wir müssen schon langsam mal unser Inventar wieder bereinigen. Ach, oh, zu gemütliches Inventar. Mein Liebling. Der alte Bekannte. Das zugemüllte Inventar. So. Oh. Räumen wir gleich weg. Jetzt sollten wir aber wieder Platz haben. So. Zumindest ein bisschen. So, dann die fünf noch. So, das ist mal hier. Und hier. Den Rest. So. So, wir haben hier Sand, Sand, Sand und Lehm. Da werfen wir mal die drei da auch rein. So, super. So, der ist hier schon für... Oh ja, oh ja. Oh. Okay.
braucht's, das Öl, das braucht er. So. Und schauen wir mal, ob es der andere auch braucht. Oh, der braucht es noch dringender. So, Strom an. Jetzt geht's wieder. So, dann hüllen wir uns mal wieder zu. Und wunderbar. Und schleppen viel im Nu. So, wir schauen auch in den rein. Okay, da ist gar nichts drin. Da brauchen wir Kartoffelpower. So, jetzt haben wir aber da noch ein wenig Kohle. Die werfen wir raus. Die ganze Kohle kommt hier raus. Ich hätte die Kartoffeln auch ablegen sollen. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. So. Super. Super. So, hier haben wir jetzt das. Ja, ich weiß, das Leder und die Fellsachen, die Tiersachen vom Wolf. Das müssen wir alles ablegen. Oh, ist das cool. Ein ganzer Ofen voller Kopfer. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, dann haben wir hier noch ein paar. Da könnten wir das reinlegen und das reinlegen, dann das reinlegen. So, da haben wir noch einen. Schauen wir mal, ob da noch... Oh, klar, da ist ja noch. So. So, dann haben wir den hier. Und den Rest füllen wir dann mit Steinen auf. So, da ist Steine auch wieder drin. Super. So, wenn wir gerade hier rumstehen... Bevor wollen wir das sicherheitshalber noch... Oh ja, da ist ja viel drin. So. Also das räumen wir alles raus hier. Damit die Kartoffel ein neues Zuhause bekommen. Haben wir da noch? Nö, verdorbene Kartoffel. Wären gut, aber leider aus. So. Das haben wir da noch. Gehen wir da oben in die Ecke, damit es uns nicht... im Weg rumgeht. So. Ah. So, dann räumen wir mal das Ganze, was wir da jetzt drinnen haben, weg. Super. So, da haben wir Glas, aber noch zu wenig. Ein Feuerholz, das werfen wir gleich rein, wenn wir schon da rumstehen. So, Glas wird geschmolzen, ist okay. Dann haben wir hier... Brauchen wir sehr viel Brettchen. Jetzt räumen wir mal das Inventar endlich aus. So, das da, das da, das da. Dann haben wir hier. Und die Pflanzenfasern. Mit F. Yeah. So, hier das Holz. Das ist da ja auch schon drin. Das haben wir ja gerade reingelegt. So. So, und jetzt nur noch Brettchen. Brettchen, Brettchen. So, dazu nehmen wir alle hier und werfen die mal rein. So, super und super. So, da oben haben wir auch noch Brettchen zu verteilen. Oh, da sind alle drin. Super. Sehr schön. Die restlichen Brettchen da hinten in die vorbereiteten Kisten. So, super. Super. Jetzt brauchen wir noch ein paar Holzscheitchen. So, und für alle, die sich fragen, ich sag's halt nochmal. Wir spielen, zumindest haben wir das mal vor, eine Folge, ein Tag. Wenn wir sterben, ja, weiß ich noch nicht. Ist dann die Staffel zu Ende? Könnt ihr gerne mitsprechen? Bitte, bitte. Was wollte ich denn da jetzt? So, ihr kriegt ja mit, ob ich sterbe oder nicht, weil wegen, Moment hier, jetzt sind wir auf 100 und ihr seht ja immer. So, es kann natürlich sein, dass ich zwischen den Folgen Dinge vorbereite und mich dabei ein Bär tot beißt, ein Zombie erwischt oder was auch immer. Oder ein Wambi natürlich, sorry. Oh ja, ja, da schleppt uns vor. So. Und wir schalten natürlich auch bei so wie jetzt reine Bautage, schalten wir natürlich auch nicht die Wambis oder aggressive Tierchen aus. Nee, das machen wir nicht. So. So, super. Machen wir das mal. Nehmen wir da mal raus. Nehmen wir raus. Super.
So, jetzt produzieren wir hier wieder Glas, damit wir auf Reserve haben, beziehungsweise unten die Fenster vervollständigen können. Das wäre ja auch schon mal wichtig. So. Und hier. Super. Oh, ein Fuchs. So zum Beispiel, der Bossmob, der Fuchs an sich, dem will ich ja eher nicht begegnen. Im Mondschein kann er mal begegnen, aber ansonsten... Oh, ist das schön, das Wetter. Da hätte ich ja gleich gerne einen Ausflug gemacht. Hui! Hat er zum Springen angesetzt. Der Fiesling, der Kleine. Wir brauchen einen Speer. Da ist ein Speer. Nö, wir haben einen Speer. So. Oh, der ist ja ganz neu. Super. So, der Bossmob. Heftiger Fuchs. Ja, leg die Rüstung zu. Ja, das macht. Das machen wir dann auch noch. So, wir pullen ihn. Yeah, pull the bear. Ui. Der Arme. Der Arme. Ja, heute gibt's gespickten Bären. So, noch ein Steinchen. Ja, ist okay. Das ist nicht okay, das muss natürlich weg. Das muss weg. So, das legen wir mal da zur Seite, weil, ja. So, das hier ist ein Fenster. Das hier ist die Wand. Das hier ist eine Wand. So. Das hier ist eine Wand. Da ist jetzt so eine Holztür. Yeah. Da ist so eine... Ja. Und hier die Tür. Yeah. Die Holzscheite eben auf. Das stylische Schwebefenster. Dreckig, aber okay. Das können wir wieder auflegen. So, dann haben wir hier noch einen rumliegen. Brettchen. Noch Platz für Brettchen? Nö. Dann tragen wir die Brettchen wieder hinten zu den Kisten. Wow. Hat vier da viele Brettchen in der Tasche. Das Fenster, das Schwebefenster. Nein, das muss natürlich weg. So. Oh, Stöckchen. Wir haben keine Stöckchen mehr. Oh, Brettchen. So, Stöckchen nehmen wir mit. So, wunderbar. Jetzt noch Glas. Dies wieder Spaß. Bei denen haben wir oben den Glas. Vorrat. So, dann holen wir uns auch gleich. Da haben wir keine Dinger mehr drin. So. Super. Oh ja, wir schleppen uns vor. Hier. Ja. Oh ja. So. Dann haben wir da ein wenig Glas zum Mitnehmen. Da werfen wir gleich wieder Steinchen nach. Hilft aber nicht viel. So, das Glas setzen wir unten ein. Oh, damit die Fenster dicht sind. Yeah. Und hier. Yeah. So, wir haben noch ein Brettchen. Das werfen wir da rein. So, Holzscheite. Die restlichen, die können wir da reinlegen. Dann nehmen wir den Holzständer und packen ihn mal da vorerst mal einfach da in die Ecke. Ich hätte ihn lieber gerne da hinten nämlich gehabt. In Wirklichkeit, so, Holzständer. Aha, ja. So, Moment. Wir machen das mal so, nur dass er aus dem Weg ist, weil später müssen wir da noch ein wenig mehr herbauen. So, deswegen, ich möchte mir das noch nicht alles verbauen. So, der da ist super, der kommt da in die Ecke. So, daneben hätte ich gerne platzierbar den Chemietisch. So, wunderbar. Guck an, der braucht ja auch Glas. 10 Brettchen.
Das haben wir gleich. So. Oh, sollten 10 sein. So, und dann holen wir uns die Nägel, dann ist er fertig. Super. Da, da. So, die tragen wir nach oben dann. Jetzt habe ich mir gedacht, da ist ein Fehler drinnen an der Decke. Oh. Das hätte uns sehr nervös gemacht. Also uns nicht, aber mich eher. So. Hier. Den würde ich gerne dann neben dem Chemietisch stehen haben. Der darf auch schon brennen. Burn, Baby. So. Und der darf... Bei den können wir da... Das würde mir aber weniger gefallen. So. Dann haben wir da so eine... So, wie wäre da? Der gute, gute Webstuhl. So, dann haben wir da so Arbeitsbereich, Arbeitsecke. So, da haben wir noch das Teil. Das kommt hier neben dem. Ja. Ja, darf auch brennen. So, was brauchst du da hinten noch? Nägel. Na klar, die guten Nägel. So. Da mal Nägel. Super. So, da werfen wir den nächsten. Ah, Mais. So, da werfen wir die nächsten Steinchen rein. So. Einer noch. Oh, was wird der? Und Steinchenverbrauch auch wieder. Oh, wie viel Kupfer. Super. So, Steinchenverbrauch. Oh, Steinchenverbrauch, ganz schön. Ganz gut. Ganz gut. So, fertig. Das kann wieder da rein. So, jetzt haben wir da einiges an Kupfer. Das kommt da rein für später. Für später. So. Sand. Genau, das wollten wir noch verwursten. Sand kommt da rein. Und jetzt kümmern wir uns gleich um Biotreibstoff. Na. So, super, 5 Biotreibstoff. Yeah. Dann schauen wir gleich mal. So, der braucht ein wenig. Der braucht 2. So, und der braucht 3. Sich exakt ausgegangen. Schade eigentlich. Hätte ich gerne mehr. Oh ja, Überschuss gehabt. So, die 3 stellen wir mal da ein. Strom an. Super. Läuft? Ja, läuft. Läuft. So. So, wir haben noch rohes Fleisch. Das werden wir auch gleich aufhängen. So, und dann würde ich auch gern Wasser noch nachkochen. Weil jetzt, wo die Sonne so schön scheint, ist ja super. Oh, Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. Wenn sie vor uns schon rumliegen, können wir sie nehmen. Ah, ja, ja, der Mais, der gute Mais. So, da war ein Tauchtier. So, sieht seltsam aus, wenn man mit der Ziegelwand auf die Holzwand trifft. Aber ist okay. So. Werden wir natürlich auch noch ausbessern. Tag für Tag ein Stückchen mehr. So. Da kommt dann der elektrische her. Diese. Da. Kreissägetisch, der kommt dann da. So ungefähr her. Weil vielleicht eher umgekehrt. So. Dass die Brettchen hier hinten sind und vorne kommt das gut, dass das sägt werden soll, rein. So, dann haben wir hier Nägel. Wie gesagt, super chemietisch, fertig. Steht der richtig? Der steht immer richtig. So. Sehr schön, dann kommt das Bett mal hier. Vorerst mal hierher. So. Nö. So. Dann der Kleiderständer zum Bett. Nö, brauchen wir nicht. So, der wird jetzt gleich aufhören zu brennen. Wenn wir da abstellen. Genau. Jetzt fehlt ihm die Kohle. Ist aber okay. Für einen Moment. So, ich hätte gerne das hier ausgetauscht mit das hier. So, und dann würde ich gerne... Ach so, ja, wir müssen ja das Wasser auch abkochen. Nicht nur holen. Nö. So,
So, dann haben wir hier, würde ich sagen, kommt da ein wenig Brenngut. Super. So, und jetzt schauen wir mal. Oh, ein Steinchen. Ah, oh, ein Steinchen, ja. Ja. So, spitze Falle, spitze Falle. Ah, okay, wir brauchen einen Stock zur Reparatur, das werden wir jetzt machen. Dann gehen wir da mit den Stöckchen einmal durch. Durch. Nö. Wir verwursten das alles. Wir verwursten das. So, super. Dann haben wir hier noch. Na. Herrlich. Sehr gut. Super. So, und jetzt heben wir mal alles auf. So. Super. So, da bringen wir ein wenig weg. So, das Feuerholz sammle ich gerne auch drinnen für später, weil wir werden diesmal mehr Stöckchen brauchen als in der letzten Staffel. Jetzt durch diese Spikes. So, Platz noch? Nö, nicht wirklich. So. Also, Spikes hier. DDD 85, das war aber ein seltsamer Damage hier. 94? So, nicht stören jetzt, liebe Wembis. Lasst uns in Frieden, dass wir die spitze Falle, spitzer Stock, dass wir die spitze spitzen Fallen jetzt reparieren. Jetzt bitte nicht von hinten angreifen. Wir müssen uns da voll konzentrieren. So, damit wir euch schöne Fallen präsentieren können. Das ist es, was gute Zombies wollen. Schöne Fallen und da dagegen laufen. Okay, die sehen alle noch gut aus hier. Finde ich gut, dass die Reparatur mit Stöckchen hier geht, also relativ einfach und günstig, weil wenn die dagegen laufen und eine Chance von, weiß ich jetzt nicht, 20 oder 25 haben, diese Dinger zu zerstören, so, dann muss es ja auch eine relativ gute, leichte, einfache Möglichkeit geben, die wieder zu reparieren. So. Super. So, dann haben wir hier noch ein paar davon, noch ein paar davon. Dann holen wir uns das Wasser ab. Sehr schön. So, holen wir uns das Wasser ab. Hat sich schon vergrößert, unsere Bude, oder? Super. Heute total coole Erweiterung. So, Durst, trinken. Ja, jetzt ist es gut. Dann haben wir noch drei, die werfen da rein, damit wir später noch mehr haben. So, hier dahinter, da kommt ja die Kreissäge her, haben wir gesagt. Das heißt, hier kommt noch so ein Zwischenraum. War da gerade wer? Keine Ahnung. So, das nehmen wir mit nach oben. Mit nach oben, mit nach oben. So, und beim Öl haben wir, oh, wir haben wieder ein Öl. So, wir sollten das Öl natürlich jetzt nicht hier die ganze Zeit einballern, so wie ich es hier gerade tue, sondern für den Tag 19 am besten für die Alu- und Kobalt-Places aufsparen. So, meine Lieben, ich sehe aber gerade, aufgrund der Zeit sind wir am Ende der Folge angelangt. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.